Sie sehen hier das Programm Squiggle M, das von Maren Hiob-Viertler und Andreas Fest entwickelt wurde in einem Projekt. Und mit diesem Programm kann man Funktionen erforschen. Und da gucken wir uns mal hier ein Werkzeug oder eine Lernumgebung auf der linken Seite an, nämlich die Zuordnungsdiagramme. Pfeildiagramme hatten wir eben gerade besprochen. So, jetzt basteln wir uns mal hier was zurecht. Ne? Ich fange mal an zu basteln, kann jetzt so Punkte reinziehen, so, kann ich auch Punkte reinziehen. Was kann man da verbinden? Ich verbinde mal. Oh. Ah ja, so. Ich bastel Ihnen mal hier ein Zuordnungsdiagramm. Moment, den lösche ich nochmal. So. So. Nehmen wir mal diese Zuordnung hier. Diese Relation. Handelt es sich dabei um eine Funktion? Beurteilen Sie das bitte. Zur Erinnerung, Funktionen sind linkstotale, rechtseindeutige Relationen. Ist das hier eine Funktion? Ja. Es ist keine Funktion, weil sie weder linkstotal noch rechtseindeutig ist, die Relation. Okay, warum ist sie nicht linkstotal? Die 3 hat keinen Pfeil von sich ausgehen. Machen wir mal, oder? Kommen wir mal zum Beispiel hier hin. Ist sie jetzt linkstotal? Ja, ne? Ist linkstotal. Okay. Warum ist sie nicht rechtseindeutig? Genau, sie ist nicht rechtseindeutig, weil von P1 zwei Pfeile ausgehen. Ja? Nicht rechtseindeutig. Zu P1 gibt es zwei rechte Nachbarn, wenn Sie so wollen, in den Tuppeln. Insofern müssen wir einen von beiden löschen. Löschen wir mal den hier. So. Jetzt haben wir eine Funktion. Diese Relation ist linkstotal. Von jedem Element geht ein Pfeil aus. Und sie ist rechtseindeutig. Es gibt kein Element hier in der linken Menge, von dem aus zwei Pfeile weggehen, zu zwei verschiedenen Elementen. Das heißt, wenn Sie eine Funktion haben, wer kann mal beschreiben, was für die linke Menge hier gelten muss, rein visuell, wenn Sie eine Funktion vorliegen haben? Ja? Genau, von jedem Element geht genau ein Pfeil weg. Das ist eine Funktion. Linkstotal, rechtseindeutig. Von jedem Element geht genau ein Pfeil weg. Dann haben Sie eine Funktion. Ja. Also bei rechtseindeutig steht ja AB, Element von R und AC. Wie wäre es jetzt? Hier ist A, wäre jetzt dann P1 und das B dann zum Beispiel B4 oder B4. Sie beziehen sich jetzt auf die Rechtseindeutigkeit, genau. Für ein Element, also für alle A aus dieser Menge und für alle B, C aus dieser Menge muss gelten, wenn A, B in der Menge ist und in der Relation und wenn A, C in der Relation ist, dann müssen B und C identisch sein. Was nichts anderes bedeutet, als dass es ein und derselbe Pfeil ist. Das heißt rechtseindeutig. So, und das ist doch genau das Bild, das Sie haben wollten. Ne? Das ist eine Funktion, die linkstotal und rechtseindeutig, eine Relation, die linkstotal und rechtseindeutig ist, also eine Funktion, aber die anderen beiden Eigenschaften sind nicht erfüllt. Diese Funktion ist nicht rechtstotal. Es handelt sich also nicht um eine surjektive Funktion. Sie ist auch nicht linkseindeutig, denn auf dieses Element hier zielen zwei verschiedene Pfeile von zwei verschiedenen Ausgangselementen. Ja? Also von
Ist nicht links eindeutig, weil zwei unterschiedliche Elemente auf dasselbe Element in der Wertemenge abgebildet werden. Zwei unterschiedliche Elemente aus dem Definitionsbereich werden auf dasselbe Element im Wertebereich abgebildet. Nicht links eindeutig oder nicht injektiv. So, was wollen wir zuerst korrigieren? Wollen wir sie injektiv machen oder subjektiv? Oder wollen wir beides gleichzeitig machen? Ja? Ja, machen wir sie mal subjektiv. Machen wir sie mal. Oh, beide gleichzeitig ist vielleicht besser. Also, genau. Schade ist nicht, wenn man einfach in der ersten Menge, also im Definitionsbereich, einfach noch einen Punkt. Sie wollen noch einen Punkt im Definitionsbereich dazu machen. Warum denn das? Okay, darf ich Ihnen mal einen Vorschlag machen? Wir könnten noch einen mit reinnehmen, klar. Wir lassen es erstmal, um zu sehen, wo das Problem liegt. Okay? Vielleicht können wir didaktisch geschickt. Vielleicht machen wir doch erstmal die Injektivität. Stellen wir die erstmal her. Was können wir da machen? Dann verbinden wir die Punkte, also über die 2, ja. Auf die 4, genau, und jetzt P2 mit P6 verbinden. Wir verbinden P2 mit P6. So, jetzt haben wir die Injektivität hergestellt, die Linkseindeutigkeit, weil es ist links eindeutig. Oh. Können wir wieder rausnehmen hier. So. Es ist links eindeutig. Nee, also es gibt keine zwei unterschiedlichen Elemente im Definitionsbereich, die auf dasselbe Element im Wertebereich abgebildet werden. So, ist also links eindeutig injektiv. Aber noch nicht subjektiv. Ne? Die ist noch nicht rechtstotal. So, und jetzt, wie könnten wir das Problem jetzt lösen mit der Rechtstotalität? Und jetzt kommen Sie. Jetzt gibt es nur eine Möglichkeit, die Funktion zusätzlich noch rechtstotal zu machen. Oder es gibt zwei Möglichkeiten eigentlich. Welche? Wir spendieren noch einen Punkt. Ja, oder? Genau, entweder wir spendieren noch einen Punkt oder wir löschen den P7 raus. Ich kann jetzt von keinem anderen hier einen Pfeil abgehen lassen, dann wäre sie ja, wäre es keine Funktion mehr, ne? Dann wäre es nicht mehr rechtseindeutig. Das heißt, damit dieses Element hier auch noch bedient wird, also dass auch noch ein Pfeil drauf zeigt, muss ich entweder hier links eins einführen oder ich muss P7 halt rausnehmen. So. Entscheidender Punkt. Wenn ich an dieser Stelle jetzt die Subjektivität zusätzlich herstellen will, also, wenn ich die Funktion bijektiv machen will, beziehungsweise wenn ich eine linkstotale, rechtstotale, linkseindeutige, rechtseindeutige Relation haben will, also eine bijektive Funktion, dann muss ich links und rechts in beiden Mengen gleich viele Elemente haben. Ansonsten kommen Sie in den Fall, dass es nicht linkseindeutig ist oder nicht rechtseindeutig, ja, wenn Sie von zwei verschiedenen Elementen abbilden müssen oder zwei verschiedene Elemente auf ein dasselbe abbilden müssen oder weil Sie von einem Element von dem Definitionsbereich zwei verschiedene Pfeile ausgehen lassen müssen und so weiter und so weiter. Ich muss jetzt hier noch ein Element hinzunehmen, um die Bijektivität herzustellen. Jetzt habe ich eine Funktion, links total rechts eindeutig, das sieht man daran, dass von jedem Element genau ein Pfeil weggeht und zusätzlich geht zu jedem Element im Wertebereich genau ein Pfeil. Eine 1:1 Zuordnung, Bijektion, bijektive Funktion oder Bijektion. Okay. Machen wir nochmal ein Beispiel vielleicht. Na.
Kann ich die denn löschen hier? Ah. Was ist denn das? Frage Nummer 1, ist das eine Funktion? Wer kann es beurteilen? Ist das eine Funktion? Es ist keine Funktion, weil bildlich gesprochen von P1 drei Pfeile ausgehen. Welche der erforderlichen Eigenschaften es nicht erfüllt? Genau. Die Rechtseindeutigkeit ist nicht erfüllt. Die Linkstotalität ist erfüllt, ne? Ist linkstotal, aber nicht rechtseindeutig. Also es ist keine Funktion. Wir hatten vorhin gesagt, bei einer Funktion muss von dem Definitionsbereich von jedem Element genau ein Pfeil ausgehen. Und hier haben wir schon drei Pfeile, die ausgehen. Ja? Mhm. Die steht hier unten, schauen wir uns nochmal ein. Rechtseindeutig. Wenn Sie, also für alle A aus der linken Menge, für alle Elemente aus der linken Menge und für alle BC aus der rechten Menge muss gelten, wenn Sie AB und AC in der Relation haben, dann muss B und C identisch sein. Hier haben Sie die A, B in der Relation, also P1, P4 ist in der Relation, P1, P5 ist in der Relation, aber, und das ist jetzt das Problem, P4 und P5 sind nicht identisch. Also es ist nicht rechtseindeutig. Sie haben als Tupel P1, P4, P1, P5. Wenn Sie sich P1 betrachten, ist es nicht eindeutig, welches Element rechts steht in dem Tupel. Deswegen ist es nicht rechtseindeutig. Wenn von einem linken Element mindestens zwei Pfeile ausgehen, bedeutet das, es ist nicht, die Relation ist nicht rechtseindeutig, weil Sie dann sowas haben wie P1, P4 und P1, P5. Es ist also nicht rechtseindeutig, was P1 zugeordnet wird. Rechts nicht eindeutig. Nicht rechtseindeutig. Ja? Ja, genau. Es ist rechtstotal. Was wir hier sehen, ist eine linkstotale, rechtstotale Relation. Ist sie denn links eindeutig? Ja, sie ist links eindeutig. Warum? Ja, es gibt, ich formuliere es mal um, es gibt keine zwei verschiedenen Elemente im Definitionsbereich. Definitionsbereich darf ich nicht sagen, es ist keine Funktion. Also keine zwei Elemente, zwei verschiedene Elemente hier links in der Ausgangsmenge, denen hier ein und dasselbe Element auf der rechten Seite zugeordnet wird. Also wenn ich mir, ne, wenn ich jetzt hier mal das so hinbastle, so. Jetzt ist es nicht mehr links eindeutig. Ne? Wenn ich mir P4 betrachte, dann gibt es P1, P4 in der Relation und P10, P4. Das heißt, wenn ich mir P4 rechts als rechtes Element betrachte, ist es nicht eindeutig, welches Element links steht. Nicht links eindeutig. So. Okay. Basti, nochmal eine Zuordnung hier. Weg hier. Was ist denn das?
eine rechtstotale Funktion. Okay, stimmt. Erstmal, warum ist es eine Funktion? Wer kann sagen, warum es eine Funktion ist? Also, ne? Wer kann begründen, warum es eine Funktion ist? Was muss für eine Funktion gelten? Es muss eine linkstotale, rechtseindeutige Relation sein. Ist diese Relation linkstotal? Ja, ist linkstotal, weil von jedem Element hier in der linken Menge ein Pfeil ausgeht. Okay. Ist es rechtseindeutig? Ja? Ja, weil rechts nur ein Ding, also ja. Genau, muss rechtseindeutig sein, weil rechts nur ein Element steht. Ne? Es kann hier gar keine zwei verschiedenen Elemente geben, auf die von einem und demselben Element in der linken Menge eben jeweils zwei verschiedene Pfeile auf zwei verschiedene Elemente hier rechts gehen. Ist also auch rechtseindeutig. Linkstotal, rechtseindeutig, eine Funktion. Rechtstotal auch offensichtlich, weil es hier rechts kein Element gibt, auf das keine Pfeilspitze zeigt. So, es fehlt also nur noch die Linkseindeutigkeit dazu, dass wir eine bijektive Funktion hätten.